Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es wieder sehen, wir haben Jeremy als Gast. Kleiner Applaus dafür. Heute machen wir die Simon Air Extrem Challenge. Nicht normal, sondern extrem, sonst wären wir nicht wir. Und wie das Ganze funktioniert, vielleicht kennt es einige von euch als kurze Erklärung. Das ist so ein Spiel und da leuchtet eine Farbe auf und da muss man mit der Hand über diese Farbe gehen. Macht man es richtig, leuchten zwei Farben hintereinander auf und immer so weiter. Wer dann natürlich am meisten schafft, sich hintereinander zu merken, gewinnt die Runde. Aber wie gesagt, wir machen das Ganze extremartig. Das heißt, wir haben ein paar Aufgaben vorbereitet. Die befinden sich hier in so einer kleinen Schüssel. Und wie gesagt, da sind 6 verschiedene Aufgaben drin, die alle unter extremen Bedingungen stattfinden, wo man dieses Spiel machen muss. Das werdet ihr aber im Laufe des Videos dann selber verstehen und merken, weil man zieht einfach und dann passiert irgendwas. Und der Verlierer wird einer Bestrafung ausgesetzt. Da haben wir uns auch was Nettes überlegt. Hier haben wir einen Pappteller und hier haben wir eine Dose Sprühsahne. Dann wird die komplette, also wir versuchen so viel wie möglich auf diesen Teller drauf zu machen. Das gibt so eine riesen Sahnetorte. Und der Verlierer kriegt es dann ins Gesicht. Mit Bällen abwerfen. Ich sehe das doch was. Alter. Okay, Runde 1 gewonnen. Runde 1 gewonnen. Das ist ein Punkt. Ja. Was ist das? Nein! Kacke! Du hast jetzt einen Punkt. Super. Scheiße, wie dumm war das? Was willst du? Kopfhörer mit Metal Sounds. Jawohl. Oh shit, Mann! 3, 2, 1. Oh Gott, Mann, ich höre einfach gar nichts! Ich kann doch nicht mal nach Geräuschen gehen! Alles auf uns. Es tut so weh in den Ohren! Hä? Verloren! Hab ich verkackt? Hab ich verkackt? Ja, dass das Geräusch kam. Oder? Oh nein! Oh Mann. Auch ein Punkt. Ja. Ich mach am besten hier die Augen zu. Bringt ja eh nichts. Und? Ja! Nein! Ja! Oh mein Gott! Okay, das geht. Das geht. Jetzt. Okay, okay, okay. Erste Runde bestanden. Alter. Was? Alter. Das ist so widerlich im Hals, Mann. Fuck. Ja, ein Punkt für mich. Achtung. Laut zählen! Oh, ja. Ach du Scheiße! Nice. Ja, das ist mies. Man muss sich ja schon die Farben merken fürs Gehirn. Und jetzt machen wir es so, dass man einfach laut fortführend zählen muss. Also 1, 2, 3, 4 und versucht euch da mal die Zahlen zu merken, außer wenn die Runde vorbei ist. So, ich bin bereit. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Was? Nein, nein, das war doch da! Das war doch da! Das war doch da unten! Ich schwöre, Mann! Ich schwöre, das war da unten, oder? Ich hab gedacht, es wäre da oder so. Ich hab mir mal hingehört. Nein, ich war so kurz davor! Ich hab gedacht, jetzt führt er mit einem Punkt. Ah. Ich würde sagen, gleich dann, oder? Das nehme ich.
Okay. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Ja! Und jetzt haben wir uns was Nettes überlegt. Und zwar, ihr wisst ja, Habanero ist ja so eine der schärfsten Chilis, die es überhaupt gibt. Und wir nehmen keinen normalen Tabasco. Nein, wir nehmen Tabasco Habanero extra scharf. Also der hat es ganz schön in sich. Und ich würde sagen, so ein paar Tropfen auf dem Löffel schluckt man erst runter, damit man halt die Schärfe im Hals hat. Und dann nimmt man noch so einen Löffel in den Mund und muss den nur im Mund behalten. Okay. Oh Mann, ich bin ja mega krank empfindlich bei so Zeug. Warum ich? Okay. So viel ist das gar nicht. Das muss ich runterschlucken. Das musst du runterschlucken. Mund auf. Okay. Und jetzt noch schnell. Das musst du jetzt im Mund behalten. Oh mein Gott! Alter, hier mach die Milch auf. Gib Milch her. Warum machst du das auf? Meine Nase. Oh mein Gott, meine Fresse brennt komplett. Oh. Das ist so witzig. Meine Lippe. Alles brennt. Ey, ich lach mich kaputt, Mann. So habe ich mich gefühlt bei deinem Chili-Prank, genau so. Mir ist so warm. Mir ist so warm. Wir kommen jetzt zu meiner letzten Runde. Ich weiß schon, was drin ist, aber für die Zuschauer ziehen wir es trotzdem nochmal da raus. Meine Nase läuft. So scharf ist es. Okay. Und? Gummis ins Gesicht. Oh ja. Aha. Mhm. Okay. Was ich vermeiden wollte. Wir haben ein Stechen. Jeder von uns hat zwei Punkte und in der letzten Runde null abgeräumt. Und jetzt machen wir es einfach so. Jeder darf sich eine Sache, die er abbekommen hat, für den anderen raussuchen. Und jetzt spielen wir nicht rundenmäßig, sondern farbenmäßig. Das heißt, wenn du zwei Farben hast und dann abkackst, dann hast du zwei Punkte. Ja, okay. Und dann einfach, wer die meisten Punkte hat, okay? Was muss ich machen von deinen Aufgaben? Als wüsste ich es nicht. Was könnte man machen? Als wüsste ich es nicht. Als wüsste ich nicht. Ich glaube, es wird hier ganz warm hier drin gleich. Mhm. Dafür krieg ich ein paar Tropfen mehr. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es kommt nichts raus. Okay. Jetzt muss schnell gehen. Ah! Alter, du bist doch abgehärtet, oder was? Mit der Pepper? Mit der Plastik-Lizzi war einfach. Ist jetzt einfach perfekt zu dir. Ich stehe gar nicht mit. Also, wie lange hältst du das aus, Mann? Du bist abgefahren. Ich wüsste lange, dass ich gestorben bin. Jawohl, endlich. Endlich, also. Au! Ich hab's nicht so ich hab's echt nicht so scharf erwartet. Oh mein Gott. Das ist richtig. Alter, krass, Mann, wie lange du das ausgehalten hast, Mann. Respekt. Wollte gewinnen. Alter Junge, das war echt nicht schlecht, Mann. Hallo, ich bin zu fest! Die waren genauso wie deine! Ich sag es dir! Okay, was geht los? Ich weiß nicht, wo es anfangen. Okay, eins! Eins, zwei!
ist jetzt bei uns drei? Ja, das ist es. Und du hast nicht nur die Challenge gerade verloren, sondern auch die Jungfräulichkeit von deinem Gesicht mit Sahne. Ja. So, das ist doch mal ein Batzen Sahne. Oh, die zittert. Du zittert gar nicht. Ja, da, willst du wirklich nicht bis 13 oder so? Nein, mach einfach. Das ist doch besser. Nein, das ist viel cooler. 13. Natürlich. Okay. Okay. Alter, shit. Das hab ich nicht erwartet. Was hab ich denn da erwartet? Ich will die Augen nicht aufmachen. Bevor du Tempos bekommst, müssen wir noch die Abmoderation machen. Ich würde... Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, wenn ihr mehr Challenges mit mir und Jeremy sehen wollt. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jetzt darfst du auch noch was sagen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschaußen. Tschüss.